Ich habe gestern die Vorteilmitteilung vorne Holden bekommen. Wir bekommen nur einen E-Wagen. Mach ich jetzt gleich sofort, nachdem ich so ein Bettchen. Ich bin schon seit sehr, sehr früh auf, aber das spielt keine Rolle, interessiert sowieso keinen. So, pass auf, ich krieg einen neuen. Wir bekommen einen neuen E-Wagen. Geil ist, muss kurz, ganz kurz die Story erzählen. Ich hoffe, ich bleibe in 3 Minuten Realtime drin. Ich habe von dem Wagen habe ich schon ganz am Anfang von Ford die Info bekommen, dass der Wagen rauskommt. Dann habe ich die ersten Infos bekommen, die der überhaupt. Der hat mir so gefallen, der Wagen absolut. Ne? Vom Aussehen her und von der Weite her, wie weit er fährt und über 600 Kilometer. Nur mal so, ne? Der sieht einfach spitze aus, der Wagen ist richtig gelungen, ist der, und der kommt aus NRW, mega, ne? Und da hat man gesagt, nee, das darf man nach vorne nicht erzählen, der ist bestimmt, aber hab nicht auf die Preise geguckt, ne? Der ist mir effektiv zu teuer, bestimmt, ne? Ich bekommen und alles, und ich habe eigentlich einen ganz guten Rat, finde ich, ob das auf der anderen Seite ist oder was anderes, aber wir haben das ganze Fortwerk, durften wir begutachten, so gucken und alles. Das fand ich absolut mega, wie man endlich mal sieht, wie so Autos hergestellt werden. Aber bis ins kleinste Detail haben wir das sehen dürfen. Ne? Danke von meinem Vater mit seiner Truppe da. Ja, Parkinson-Leute sind dahin gefahren. Mega, ne? Da war ich auch bei. Ich habe da auch teilweise ausgeholfen. Ja, und da habe ich gesagt, nee, der war nicht so toll bestimmt. Habe auch nicht auf den Preis geguckt. So. Wir haben uns zwei Autos angeguckt, aber das Problem ist immer bei uns, wenn wir das in Spanien sind, brauchen wir Kilometer fahren. Jetzt haben wir uns einen schon mal ausgesucht gehabt vorher, aber der fährt auch nur fast die Hälfte, ein bisschen mehr als die Hälfte von dem, was wir jetzt haben. Ich gucke immer auf die Zeit, ob da was. Kommt kurz in meine Holle rein. Bam! Ich habe hier einen geilen Wagen. Ford. Was ist hier Ford? Explorer. Nee. Nee, echt geil, mega. So, jetzt ist das aber eine Sache, meine lieben Verwandtschaften. Ihr müsst jetzt nicht meinen, dass das hier ist wegen Haus und dass wir jetzt hier das Haus beleihen und was nicht alles. Nein, das ist ein ganz normales, ich sag mal, halber Firmenwagen. Den dürfen wir privat fahren und auch wie auch alle Außendienstler draußen, die meistens auf 1% die Sache dann den Wagen bekommen. Also ist nichts Besonderes, sag ich mal so. Aber da habe ich damals, wo ich den Wagen gesehen, habe nicht dran gedacht, ne? Aber ey, jetzt kommt der Wagen, mega, ne? Ey, ich muss das voll fort mitteilen, weil die haben ja nichts mehr von mir gehört, ne? Finde ich mal so doof. Ich schreibe auch nicht gerne darüber, das ist mir zu teuer, der Wagen. Ist doch so mies, keine Kohle, nicht. Aber nein, der Wagen wird nicht, hier, ich möchte das betonen, er wird nicht über das Haus gekauft. Ich meine ja viele, ich bin jetzt reich, weil ich ein Haus habe. Nein, oder wir ein Haus, bald. Wir ein Haus haben. Nein, meine Frau wird jetzt auch hier drin eingetragen. Ist dann mit hier Hausbesitzerin, wie ich auch. Und dann ist alles gut. Und dann steht hier nur gut. Nein, Leute. Nur einzig schade. Meiner geht weg. Ja, wir brauchen nur einen Wagen. Dafür brauchen wir 2 Autos. Ne? Und ich habe aber was anderes. Ich will einen kleinen Roller haben. Piaggio, Vespa. Kommt dann bin ich ja absolut glücklich mit Fahrzeugen, die wir hier haben. Absolut mehr. Das wird Spaß. Ich zeige euch den Marker. Mehr. Tschüss mit euch. Ford hat alles richtig. Ford hat alles richtig gemacht. Wisst ihr warum? Wie hatte ich am. Ich hatte mal bei so anderen Händlern immer ein Problem mit meinem Wagen. Weil den zu verkaufen ist nicht immer so ganz so einfach. Weil ich weiß noch nicht, warum das noch nicht so umgeschwungen ist, dass man mal Gebrauchte kauft. Ne? Aber das war schwierig. Ne? Oh, ist schwierig, sag ich mal. Und ich habe den, weil wir verkaufen dann Auto, wie jetzt da angeboten, wo wir auch nicht mal eine Rückfahrt bekommen. Jetzt muss ich natürlich, ich muss ja kalkulieren. Wir. Und wenn du die Kohle plötzlich bekommst, oder der Wagen billiger verkauft wird, also gekauft wird, als wir das geplant haben, ist das schon mal wie ein Minusgeschäft. Von daher war mir das immer, die müssen sie selber verkaufen, die müssen selber. Ich sag, nee. Und bei Ford haben wir klipp und klar gesagt, und das fand ich absolut geil, wir, Ford sagt sich, wir möchten allen Menschen einen Wagen anbieten. Punkt. Die bieten auch Transporter an, nur mal so für Gewerbebetreibende, die viel rumfahren müssen. Nein, es gibt keine Probleme mit Ladung und so, das erzähle ich euch. Und dann hat er gesagt, wir kaufen auch jedes Auto. Geil. Hör mal, ob ich jetzt noch 500 weniger bekomme oder mehr, das spielt in dem Sinne, in der
großen Rechnung nicht so das große Problem. Aber der Wagen ist weg. Und das hat sich. Und ich habe dann auch gesagt, und wir unterstützen das Werk in Köln. Das ist wichtig. Und Ford, die tun echt was. Ford, die tun was. Jetzt mal ganz kurz was in eigener Sache. Und zwar, mein erster Wagen, den ich gefahren habe, das war ein Ford Escort. Da war ich absolut glücklich drüber. Das war zwar der gebrauchte Wagen von meinen Eltern, weil das hat früher immer so gemacht, ich habe immer den gebrauchten Wagen von meinen Eltern bekommen. Aber der hat mich absolut begeistert, der Ford Escort. Absolut. Nur den habe ich leider auch gecrashed, aber war ich nicht schuld. Ne? Aber der Wagen ist gefahren, nur vom Feinsten. Und leider hätte ich bestimmt noch 2, 3, 4, 5 Jahre länger weiter gefahren. Aber wie gesagt, der war gecrashed. Und das Geniale ist, mein Vater hat den ersten Wagen, wo wir damals 1967 nach Krefeld gezogen sind, hat den Wagen bei Türke Fischer gekauft. Aber damals ein VW Käfer. Und da gibt es auch Bilder von. Ich blende das mal ein. Jetzt! Der rote Wagen links, den von meinem Onkel, der Wagen, das ist der erste VW Käfer, den wir in Krefeld hier bei Türke Fischer gekauft haben. Und das Geile ist, und das Megamäßige ist, Türke Fischer hat sich ja so ausgebreitet, dass die jetzt auch Ford anbieten, schon seit längerer Zeit. Und weil unser jetziger Wagen, den wir jetzt fahren, also meine Frau, auch bei Türke Fischer gekauft worden ist, brauchen wir den intern nur noch zu wechseln. Ist einfaches? Besseres? Nein. Und das ist einfach genial. Wir bleiben jetzt bei Türke Fischer und machen absolut Top-Service, machen wir wirklich in allem. Bei Volvo sind wir ein bisschen, ne? Wir sind Volvo, aber so soll es ja sein, ne? Weil wir kaufen ja keinen, naja, ich darf da ziemlich laut sagen, und ich will auch nicht mehr. Und es ist einfach mega, dass wir in der Gruppe von Türke Fischer bleiben dürfen und können. Und ich da auch demnächst den Wagen hinbringen kann zur Inspektion. Obwohl, beim E-Wagen, das ist das Geniale, ist eine Inspektion zack, 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 fertig. Weil ich glaube, ich kann mich bei denen in die Kaffeebude setzen, Kaffee trinken dabei und dann ist er wieder zurück. Ja, das sind alles Vorteile für den E-Wagen. Und ich freue mich drauf, den Wagen. Natürlich kommt ein Pinguin auf Kirek, so logisch, KV, wie immer, im Herzen drin. Macht Sinn. Punkt. Jetzt aber Feierabend. Tschüss. Find yourself. Free a slave. Create your new world. Revive true love for yourself. Which will change your world constantly. This is true creativity in the path and purpose.